Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Glückspferde, deinem Podcast für ein glückliches und erfülltes Leben im Spiegel der Pferde. Mein Name ist Tina Schumacher und ich freue mich, dass du da bist und inspirierende Geschichten mit mir teilen möchtest. Viel Freude beim Anhören dieser Folge. Hallo, es ist so schön, dass du da bist und ich begrüße dich mal wieder ganz herzlich hier bei Glückspferde. Und heute wird das eine Folge, die mit Sicherheit noch tiefer geht als die ein oder andere Folge, denn ich werde heute meinen Weg mit dir teilen von der pessimistischen, schüchternen, jungen Frau, die viel zu wenig an sich selbst geglaubt hat, zu meinem Status heute, einer Frau, die wirklich optimistisch, unheimlich positiv für ihre Ziele losgeht, mit einem Wahnsinns-Selbstvertrauen, mit einer Wahnsinns-Motivation und einem Mut, die Dinge durchzuziehen und auch irgendwo einem tiefen Wissen, dass so viel mehr möglich ist, als wir das eigentlich denken. Und deswegen wird das für mich, ich merke das jetzt gerade schon wieder, eine ganz, ganz besondere Folge, denn diesen Weg habe ich natürlich mit den Pferden geteilt und die Pferde haben da einen maßgeblichen Einfluss dran genommen, sagt man das so? Egal, auf jeden Fall, ja, haben die Pferde genau diese Reise begleitet und mich in meine ganz persönliche Leichtigkeit geführt und natürlich auch ein viel, viel höheres Maß an Leichtigkeit mit meinen Pferden, als ich mir das jemals überhaupt zu träumen gewagt habe. Und genau deshalb, weil mir dieser Weg und Erkenntnisse, die es auf diesem Weg gab, so sehr geholfen haben, wird es dazu bald, das findest du überall bei mir auf Instagram, einen ganz, ganz wundervollen Zoom-Kurs geben, indem ich meine Erkenntnisse mit dir teile und dir auch für die Praxis nochmal ganz, ganz Wertvolles mit an die Hand gebe, wie du dich eben auch in diese Richtung zu mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, für mehr Mut und mit Motivation weiterentwickeln kannst. Und deswegen lass uns doch jetzt direkt mal noch tiefer reingehen in meine Story und in das, was ich da mit den Pferden verbinde und ja, wie ich dann letztendlich dahin gekommen bin, wo ich heute stehe und wie ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erreicht habe, als ich das eigentlich zu Beginn der Reise dachte. Denn das sage ich ja immer so gerne, die Ziele, unsere Wünsche, unsere Träume liegen hinter den Wolken und wenn wir am Fuß eines Berges stehen, dann können wir den Gipfel noch gar nicht so wirklich sehen. Wir wissen, dass er irgendwo da ist, aber wir wissen auch gar nicht, wie weit nach oben es da noch weitergeht. Also da kann noch so, so viel kommen, was du dir jetzt gar nicht zu erträumen wagst eigentlich. Und vielleicht können wir sogar irgendwann fliegen. Und genau das ist das wirklich Besondere. So, und jetzt lasst uns mal so bestimmt, also mindestens 7 Jahre, wenn nicht sogar 8, 10 Jahre können wir auch, aber 7 Jahre sind es auf jeden Fall. Lass uns die mal zurückgehen in die Vergangenheit. Und zu der Zeit bin ich schon mit meinem Vamiro, mit meinem Schimmel S geritten und das war auch gar nicht so wenig erfolgreich. Also es war zwar immer mal so ein bisschen hoch und runter, aber ich habe oft wirklich gute Noten bekommen und ich war, ja, doch würde ich sagen, schon erfolgreich unterwegs, war auch im Juniorenbereich, das ist dann schon doch noch mal ein bisschen länger her, war ich aber auch da auf einer Landesmeisterschaft, bin ich mitgeritten, bin da teilweise meine ersten 2 Sterne M geritten, das war 2008, das weiß ich noch. Und stand dann aber auch direkt auf dem Treppchen mit dem 3. Platz. Ja, und bin dann Stück für Stück weiter Richtung S. Und alles das hat schon funktioniert, obwohl ich
ja auch da schon viel Gegenwind mit diesem Pferd bekommen habe. Also wenn du meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgst, kennst du unsere Geschichte. Also bis dahin war es schon nicht so leicht. Also wie gesagt, so generell hatte ich schon wirklich viel erreicht mit diesem Pferd und ich war erfolgreich im Sport unterwegs, hatte nicht immer eine Platzierung, aber für das, was uns vorher so nachgesagt wurde, war das wirklich schon mehr als erfolgreich. Und ich war sogar unterwegs in Richtung 3-Sterne-S, also mit Piaf Passage. Letztendlich war es aber so, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, Mensch, das geht mir irgendwie zu viel auf und ab. Das ist nur mal so, mal hopp und mal top. Ich muss unfassbar viel dafür tun und ich bin im Training irgendwie mit nichts zufrieden. Also es war anstrengend. Es war wirklich richtig anstrengend. In den Prüfungen war es anstrengend. Das habe ich auch schon so oft geteilt. Ich habe quasi ein Sauerstoffzelt gebraucht, wenn ich da irgendwie, ja, wenn ich da rauskam vor allen Dingen. Und also ich merke das jetzt schon, wenn ich das erzähle, dass mir das schon beim Erinnern irgendwie anstrengend wird. Die Vorbereitung war anstrengend, das Turnier an sich war anstrengend, mein Kopf war anstrengend, der ständig gesagt hat, das war irgendwie nicht gut genug und das musst du noch extrem verbessern. Und es war auch so ein Schwarz-Weiß-Denken irgendwie. Also ich habe 2% oder lass es auch 20 sein, keine Ahnung, die jetzt irgendwie nicht so funktioniert haben, habe ich zu 80 gemacht oder sogar 90. Also ganz, ganz extremes negatives Denken, was natürlich auf mein Pferd und auch die Motivation meines Pferdes übergeschwappt ist, was ich damals aber vielleicht noch nicht so sehen konnte. Und ich habe immer schon oft gesagt, Mensch, jetzt habe ich schon hier so eine gute Note bekommen. Was wäre denn jetzt, wenn das noch leichter funktionieren würde? Ich habe immer gedacht, das muss doch leichter funktionieren. Und das war, würde ich sagen, erstmal vordergründig nur mein Wunsch, dass es irgendwie leichter gehen würde, dass ich so ein bisschen mehr Freude an dem Ganzen empfinden könnte. Und vielleicht war auch erstmal mein Wunsch, dass ich dadurch einen stetigeren Erfolg bekomme. Ich denke, wenn ich das jetzt so reflektiere, war das damals so. Aber so im Zentrum stand auf jeden Fall das Thema Leichtigkeit. Ja, und dann zog sich das aber eine Zeit, die ich einfach für meine Erkenntnis brauchte. Und immer wieder kam ich in diesen Strudel. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch. Es wiederholt sich immer wieder. Du hast mal so ein bisschen Aufsprung und Schwung und denkst, oh, jetzt läuft's. Und dann kommt nochmal so ein Knacks und dann merkst du wieder, also irgendwie ist doch gerade alles gefühlt scheiße und es geht nicht voran. Und das war sowieso so stark ausgeprägt durch dieses extreme Schwarz-Weiß-Denken. Und so richtig die Muße dafür loszugehen, noch mehr Leichtigkeit zu bekommen, hatte ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht, weil ich auch dachte, naja, okay, das wird doch gut bewertet und was wäre denn, wenn ich jetzt was verändern würde, wie würden dann irgendwie andere darauf reagieren? Also auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ich war so sehr im Außen, dass ich mich so sehr habe beeinflussen lassen von unheimlich vielen Meinungen auch. Und dann bin ich letztendlich bei dieser einen geblieben, die ich kannte, weil ich Angst auch davor hatte, mich irgendwie anders umzugucken. Naja gut, und dann kam so ein bestimmter Tag beziehungsweise ein bestimmtes Wochenende, was für mich so ziemlich den schwierigsten Punkt bedeutet hat. Und das war das, wie hieß das denn jetzt? Der Piaf-Förderpreis. Das war dann 2016. Ist also noch gar nicht so lange her. Und da musste ich eine 3-Sterne-S, also mit Piaf Passage reiten, war vorher schon, ja, war vorher schon gut im Training mit Vamiro. Ich weiß auch noch, dass er
relativ kurz vorher nochmal eine Kolleg hatte, die auch ja nicht zu knapp ausgefallen war. Sie hatte auch schon da gesundheitlich, würde ich sagen, wirklich zu kämpfen. Und ich bin dann diesen Piaf-Förderpreis mitgeritten und musste vor der Bundestrainerin reiten. Und es hat einfach überhaupt nichts funktioniert. Es war nur noch schwer. In der Prüfung ging überhaupt gar nichts mehr. Also noch nicht mal die Dinge, die sowieso schon gingen. Und ich habe mich noch kleiner gefühlt, als ich mich sowieso immer schon selbst gemacht habe. Ich habe mich geschämt. Ich war traurig, weil ich meinem Pferd das zugemutet hatte, der sowieso schon kraftlos war, auch gerade von dieser einen Kolleg, die da im Vorfeld, ich weiß nicht mehr wie früh, aber es war auf jeden Fall nicht so sehr viel Zeit dazwischen. Ich konnte ihn wieder so ein bisschen antrainieren, aber so richtig anfangen konnte ich nicht. Und zu der Zeit war das eben noch so, dass ich mich nicht draufsetzen konnte. Und es ging da weiter, wo es aufgehört hatte, wie das heute ist. Sondern ich musste wirklich irgendwie da nochmal so ein bisschen Basics aufholen. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich meinem Pferd da sau viel zugemutet habe, dass das so einen Stress bedeutet hat für mein Pferd, dass ich mir selber wieder den unmenschlichsten Stress meines Lebens gemacht habe, dass es einfach so demotivierend für uns war und dass ich mich mit diesem Bild von es zählt nur dieser Erfolg, es zählt nur dieses Prestige eigentlich so gar nicht identifizieren konnte und trotzdem so fest da drin gehangen bin, dass ich erstmal da gar nicht wusste, wie ich da rauskommen sollte. Das war tatsächlich ein wahnsinnig schwieriger Moment, zu dem ich gerade danach, da fing das so an, dass ich realisiert habe, dass ich auch der Gesundheit meines Pferdes mit dem, wie ich das jetzt gerade praktiziere, einfach gerade nichts Gutes tue. Und nach ist dann für mich so eine neue Welt eröffnet worden, gerade dann auch, weil ich mit Menschen in Kontakt kam, die Dinge ganz anders gemacht haben, aus ganz anderen Reitweisen. Und bin ich erstmal in ein anderes Extrem gehüpft, was aber so auch genauso gut war, denn das hat mir wirklich ganz, ganz neue Welten eröffnet und mich viel mehr zum Thema Kommunikation gelehrt, mich viel mehr gelehrt, tatsächlich wirklich einen positiven Blick auf die Dinge zu haben. Es hat mir die Augen dahingehend geöffnet, dass mein Pessimismus mich nicht weiterbringt. Im Gegenteil, dass das unfassbar demotiviert, dass das uns nur an unseren Schwächen arbeiten lässt und eben nicht ansetzen lässt an unseren tatsächlichen Stärken, an dem, was wir können, uns das aufbauen, das größer machen lässt. Und das war so tatsächlich meine erste Erkenntnis, für die ich dann losgegangen bin, aber die auch gar nicht so leicht umzusetzen war. Denn mein Kopf wollte ja immer und immer wieder zurück zu diesem, aber ich muss mich doch reflektieren, ich muss doch kritisch mit mir sein, sonst komme ich doch nicht weiter. Da wollte mein Kopf immer, immer, immer wieder hin. Und mein Kopf hat mir auch immer wieder gesagt, aber du bist doch noch nicht gut genug und du kannst doch so nicht besser werden und du reichst doch so nicht aus. Und auch das überhaupt mal spürbar zu machen, das nicht einfach so durchlaufen zu lassen, war für mich irgendwie extrem schwierig, weil es mir wehgetan hat. Es hat mir wehgetan, zu merken, wie sehr ich überhaupt negativ auch über mich selbst denke, was ich für eine Negativität in den Umgang mit meinen Pferden mitnehme und wie blind ich auch eigentlich vorher war. In vielen, vielen Hinsichten. Wie wenig ich eigentlich beachtet habe, wie es meinem Pferd jetzt gerade in diesem Prozess geht, was dieser Prozess mit meinem Pferd jetzt gerade macht. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich, wie gesagt, immer wieder in diese Spirale auch zurückkam und
dass ich da jetzt, weil ich gleichzeitig gespürt habe, dass da so viel mehr dahinter liegt, dass ich da weitermachen muss und weitermachen möchte. Also bin ich dran geblieben, bin immer wieder da durch und das hat so oft so wehgetan, eben weil ich gespürt habe, dass da noch mehr ist, dass ich es jetzt aber gerade nicht auf die Strecke bringen kann, dass ich immer wieder in meine Ehrgeizmuster verfalle, dass ich auch gar nicht den Mut habe, mich da zu zeigen, dass ich mir immer wieder selbst frage, ob ich wirklich gut genug bin. Aber Stück für Stück, und das habe ich fast irgendwann fast gar nicht mehr so richtig mitgekriegt, ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich da reinkam, immer positiver zu werden. Dass sich sukzessiv mein Pferd komplett gedreht hat. Dass ich auf einmal eine viel intensivere Verbindung zum Pferd hatte. Dass auf einmal die Dinge so viel leichter gingen. Noch gar nicht so direkt auf dieses unterschwellige, mitwirkende Ziel. Ich möchte viel erfolgreicher auf dem Turnier sein und das, sagen wir mal, das so als Konstante miterleben. Darauf war das noch nicht mal bezogen. Es war erstmal darauf bezogen, ja, so die Lektion, das, was ich alles so mit dem Pferd reiten wollte, das leichter hinzukriegen. Und das funktionierte auf einmal. Und auf einmal fühlte sich das so an, als hätte ich mit dem Finger geschnipst und auf einmal klappte alles. Und auf einmal konnte ich viel, viel mehr Freude empfinden. Es fing schon leichter an, sich überhaupt aufs Pferd zu setzen, sich für ein Training heute zu entscheiden, weil ich wusste, ich würde immer wieder Momente finden, die mir wirkliche Freude bereiten. Und dann ging das weiter und ich habe gespürt, dass das wertvoll ist, was ich hier mache, dass jeder kleine Moment, den wir positiv gestalten können, den wir zu einem Miteinander gestalten können, positiv werden kann, dass das mich erfüllt. Und dann bin ich einige Jahre weitergegangen und habe dann 2 Jahre später erst, also tatsächlich erst 2018, bin ich so richtig in die Reiterei mit Halsring, in die Freiarbeit eingestiegen und auch 2016 begann ja so die Reise in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und 2018 würde ich sagen, vielleicht knapp davor in die Freiarbeitsschiene, auch bei mir. Also es ist noch gar nicht so lange alles, aber es ist in dieser kurzen Zeit so viel passiert und heute kann ich einfach nur sagen, ich kann fast noch gar nicht glauben, was ich da über den Wolken gefunden habe. Es ist für mich so ein Moment der Dankbarkeit, dass ich jetzt schon wieder fast anfangen muss zu weinen, weil ich einfach für mich nicht geglaubt habe, eine so lange Zeit nicht geglaubt habe, dass ich diesen Weg gehen kann, dass ich überhaupt dahin komme bei allem, was vorher so unfassbar schwer war. Und auf einmal bin ich da angekommen. Auf einmal kann ich all die Lektionen mit meinem Pferd mit Halsring reiten. Ich kann die Lektionen mit einem Fingerschnippen abrufen, ohne dass ich vorher irgendwelche großen, langen Zeiten der Vorbereitung benötige. Ich habe eine richtige Verbindung. Ich kann meinem Pferd viel besser zuhören. Und ich bin so viel positiver in allem. Ich kann so viel positiver auf diese Dinge schauen. Und ich kann mir so viele positive Momente suchen. Ich habe so viel mehr Freude an meinem Sport und eben nicht nur an der Turnierreiterei, sondern an so vielen Dingen, die ich mache. Ich bin ganz nebenbei selbstbewusst geworden. So, ja, wirklich ganz nebenbei in diesem Prozess. Und habe jetzt sogar den Mut, für meine Träume loszugehen, meine Träume auszudrücken, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich da ankommen kann. Ich weiß aber, dass es gut werden kann und dass es nur gut werden kann, wenn wir einen Schritt vor den anderen setzen und tatsächlich losgehen. Und dann erlebst du wirkliche Wunder. Dann, ja,
dann erlebst du wirkliche Wunder und genau das ist das Richtige. Nur dann, wenn du losgehst und einen Schritt vor den anderen setzt und auf einmal findest du dich wieder als Mensch, der zwar noch derselbe ist oder dieselbe, aber trotzdem jemand anders. Und ich kann heute von mir sagen, dass ich so stolz darauf bin, so ein positiver Mensch geworden zu sein, so ein mutiger Mensch, ein Mensch, der auch andere motivieren kann. Und dazu zählen natürlich auch meine Pferde. Und wenn Pferde eins können, dann ist das, uns ganz authentisch nach außen spiegeln, was in uns ist. Und genau das sehe ich eben auch in meinen Pferden. Ich sehe viel mehr Begeisterung, ich sehe viel mehr Feuer, ich sehe diese Lust darauf, miteinander zu sein, sich miteinander Aufgaben zu stellen. Und das sehe ich sogar in Momenten, in denen vielleicht mal irgendetwas nicht so läuft. Denn ich habe verstanden, dass nicht immer alles perfekt sein muss, damit es gut ist. Ich habe verstanden, dass jeder Moment dazugehört und dass wir deswegen nicht schlechter sind. Und so bin ich noch immer selber so beeindruckt von diesem Wunder, was da für mich passiert ist, bei dem ich mich innerhalb von ein paar Jahren zu einem so optimistischen, positiven Menschen entwickelt habe, der die Dinge so mutig anpackt und so viel Selbstvertrauen in sich trägt. Und ich bin mir sicher, und ich bin mir wirklich sicher, dass du das genauso kennst. Diesen Punkt, an dem du stehst und vielleicht dir das ein oder andere Mal gedacht hast, ich kann nicht mehr, ich bin irgendwie nicht gut genug, ich werde es nie hinkriegen. Und ich bin mir genauso sicher, dass du das schaffen wirst. Es zählt eine Entscheidung dazu und es zählt, dass du einen Schritt vor den anderen setzt und für deine Träume losgehst, die du, wie gesagt, du kannst den Ausgang gar nicht sehen in den Wolken, aber dich wird so viel mehr erwarten, als du dir das jetzt zu träumen erträumen glaubst. So. Und bei mir war das diese unfassbare Leichtigkeit und trotzdem dieses wunderschöne, weiterhin Dressurtussi-Sein mit den Pferden, diese Möglichkeit, dass ich Pferde so leicht bewegen kann und sie dennoch in dieser wunderschönen Haltung laufen. Und ganz viel dazu beigetragen hat eben mein Inneres. Das war so wirklich der allererste Schritt in diesem ganzen Mechanismus, dass ich mich dahin gebracht habe, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln und ja wirklich für meine Träume loszugehen, auszuprobieren, positiv zu werden. Und wenn du das tatsächlich schaffst und am Anfang ist das so ein bisschen, fühlt sich das so ein bisschen an, als würdest du dir was vorlügen. Aber das ist vollkommen okay, denn irgendwann glaubst du dir das wirklich. Und wenn du dann losgehst und dann dran bleibst, dann kann ich dir fast schon versprechen, dass du genau diese Erfahrung von Wunder machen wirst. Und wenn du es dir selber noch nicht glaubst, dann glaub's mir. Auch das hat mir auf meinem Weg geholfen, dass ich einfach Menschen vertraut habe, auch geglaubt habe, die ich wirklich vom Herzen her für die richtigen Menschen an meiner Seite gehalten habe. Und ja,
Ich weiß nicht, ich kann gar nicht viel mehr sagen. Ich kann nur sagen, wenn du meinen Vamiro noch nicht kennst, weil dieses Pferd steht für mich genau dafür, dann schau dir den irgendwo an. Es ist für mich wirklich ein wahres Wunder von dieser Schwere in die Leichtigkeit, und ich kann alles weiterhin so machen, wie ich das vorher auch gemacht habe, nur dass ich jetzt einfach mit dem Halsring auf diesem Pferd sitze, mit dem Halsring den nächsten Ausritt mache und mich wohl dabei fühle und ich das jetzt genauso in so viele Situationen meines Alltags, meines Lebens übertragen kann. Und genau für dich, wenn du in dieser Situation bist, dass du sagst, Tina, ich brauche irgendwie so einen Mentor, der mich dabei unterstützt, genau dieses Mindset zu bekommen, genau diesen ersten Schritt tatsächlich für mich zu gehen. Und ich habe erkannt, dass das wichtig ist, dass das dafür wichtig ist, überhaupt mal den ersten Schritt in Richtung über die Wolken, in Richtung Gipfel zu machen. Dann habe ich ganz bald für dich einen ganz, ganz wundervollen Zoom-Kurs, in dem es genau um dieses Thema geht, um das Mindset federleicht. Und dort bekommst du von mir die Tools an die Hand, die mir absolut geholfen haben, die für mich unfassbar wertvoll waren und die du mit in deinen Alltag, in die Arbeit mit deinen Pferden nehmen kannst. Überall dorthin, wo du dir mehr Leichtigkeit, mehr Positivität, mehr Selbstvertrauen, mehr Mut und mehr Motivation wünschst. Und ja, das ist mir so ein Herzensanliegen, dass ich dich da auf diesem Weg begleiten kann und mit dir meine Bausteine für genau den Erfolg teilen kann. Deswegen bist du da herzlich eingeladen und schreib mir einfach am besten über Instagram oder gerne auch WhatsApp eine positive Nachricht und sag mir, warum du gerne an diesem Kurs teilnehmen möchtest, was das für dich in deinem Leben bewirken könnte. Und dann freue ich mich auf deine Anmeldung, denn der Kurs ist nicht lange geöffnet. Also schnell sein, teilnehmen, und ich freue mich so, so sehr auf dich und auf die Veränderung, die ersten Schritte, die wir dann gemeinsam durchmachen können. Alles Liebe und bis zum nächsten Podcast. Das war Glückspferde, der Podcast für ein erfülltes Leben im Spiegel der Pferde. Hast du auch eine spannende Geschichte zu erzählen, die du schon immer mal teilen wolltest? Gab es einen Moment in deinem Leben, den die Pferde ausschlaggebend geprägt haben? Dann melde dich gerne bei mir und werde Interviewgast in meinem Podcast. Wenn dir ein Thema am Herzen liegt, über das ich hier im Podcast sprechen soll, dann schreib mir eine Nachricht. Glückspferde bereichert dich und dir gefällt meine Arbeit mit den Pferden? Dann schau doch gerne auf meiner Website www.passion-connects.de vorbei. Wenn du mich noch besser kennenlernen möchtest, besuche mich auf Instagram unter passion.connects. Du möchtest mit mir in Kontakt treten? Schreibe mir auf Instagram eine Nachricht oder schick mir eine Mail an info@passion-connects.de. Alle Infos dazu stehen auch in den Shownotes. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann folge meinem Podcast, drück die Glocke und teile ihn mit deinen Freunden. So verpasst du übrigens auch keine Folge mehr. Du brauchst Unterstützung im Training mit deinem Pferd? Ich biete auch Online-Unterricht an. Für mehr Infos melde dich gerne bei mir. Ich freue